Wir stehen hier sonntagmorgens an der Burgerstraße und im Hintergrund kann man sehen, es gab wieder mal einen Brand in Remscheid. Diesmal ist ein Familienhaus und ein ehemaliges Fabrikgebäude abgebrannt. Man kann den Schaden so ein bisschen erkennen. Es war sehr, sehr dramatisch, denn als die Feuerwehr morgens eintraf, mussten 14 Menschen gerettet werden. Wir sprachen mit Josef Köster von der Berufsfeuerwehr Remscheid. Löschzug der Berufsfeuerwehr ist ausgerückt. Gleichzeitig wurde Freiwillige Feuerwehr Nord alarmiert. Die ersten eintreffenden Kräfte hat sich die Situation sehr dramatisch dargestellt. In dem hinter uns stehenden Wohngebäude standen mehrere Menschen an dem Fenster und riefen um Hilfe. Das Gebäude war komplett verraucht. Die beiden Gebäude sind hinterrücks verbunden, haben eine Verbindung. Und der Brandrauch von dem Gewerbeobjekt ist dann in den Treppenraum des Wohngebäudes eingedrungen und hat dort den Fluchtweg abgeschnitten. Die Bewohner haben den Brand auch sehr spät erst gemerkt, war Sonntagmorgen. Und da war es im Prinzip schon zu spät. Wir haben die Feuerwehr alarmiert und wir haben dann sofort eine Menschenrettung über zwei Drehleitern eingeleitet, über tragbare Leitern im rückwärtigen Bereich und mehrere Trupps sind unter Atemschutz sofort ins Gebäude eingedrungen. Insgesamt sind 14 Betroffene notfallmedizinisch versorgt worden, in umliegenden Krankenhäusern gebracht worden. Verletzungsmuster war durchgehend Rauchgasintoxikation, also Rauchgasvergiftung. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar, die Löschmaßnahmen dauern jetzt noch an. Schadenshöhe kann dann erst genau nach Abschluss der Löscharbeiten beziffert werden. Das Problem war eben hier die Verbindung des Wohngebäudes zum Gewerbeobjekt, zu dem leerstehenden Gewerbeobjekt. Und da die Gebäude ca. 100 Jahre alt sind, ist überwiegend als Baustoff Holz verwendet worden. Und dadurch haben wir natürlich eine sehr starke Brandausbreitung und eben, wie gesagt, die fehlende Brandabschottung hat dann dazu geführt, dass der Brandrauch in das gesamte Wohngebäude eingedrungen ist.